Meine Truppen werden euch begleiten. Commander, Sie kennen meine Meinung. Ich ziehe einen friedlichen Weg vor. Das UN-Außenministerium kann nicht umgangen werden. Wir haben klare Befehle. Es ist eine Aufklärungsmission. Von diesem Planeten ist noch niemand zurückgekehrt. Eine plötzliche Invasion könnte aber unsere ganze Besatzung in Gefahr bringen. Wir wissen nicht, was sich hinter dem Energiefeld befindet. Sie begeben sich nur unnötig in Gefahr. Ein Begleitschutz ist unerlässlich. Wir werden kein unnötiges Risiko eingehen. Zu viele plötzlich auftauchende Schiffe würden die Bewohner des Planeten als Bedrohung sehen. Und wer weiß, was sie alles anrichten können. Beim geringsten Anzeichen von Gefahr kehren wir um. Wir sind zur Stelle, wenn ihr Hilfe braucht. Alles klar, darüber mache ich mir keine Sorgen. Jetzt treten wir gleich in die Atmosphäre ein. Der Funkverkehr könnte unterbrochen werden. Habe verstanden. Meldet euch so bald wie möglich bei mir. Roger. Commander, bitte kommen. Hören Sie mich. Laut und deutlich. Wir setzen jetzt zum Tiefflug an und steuern auf das Energiefeld zu. Alles klar, ich sehe euch deutlich auf meinem Schirm. Commander, hatte soeben Sichtkontakt mit einer Art Gebäude. Den Bereich haben wir gescannt. Keinerlei Anzeichen von Leben. Ich würde es mir trotzdem gerne nochmal ansehen. Wir haben keine Zeit für nähere Untersuchungen. Wir müssen... Moment, ich sehe, wir bekommen Gesellschaft. Mein Radar zeigt auch, dass sich etwas nähert. Commander, haben Sie jetzt doch eine Invasion veranlasst? Nein, es ist keiner von uns. Moment, ich sehe bereits schon drei Flugobjekte, die sich uns von allen Seiten mit hoher Geschwindigkeit nähern. Commander, können Sie was erkennen? Ja, verhalten Sie sich ruhig. Wir werden gleich herausfinden, worum es sich handelt. Machen Sie schnell, in einer Minute sind wir auf Sichtkontakt. Flugabwehrraketen. Habe verstanden. Sichtkontakt auf 3 Uhr. Das war knapp. Commander, hören Sie mich? Ist die Luft jetzt rein? Nein, es sind noch 5 weitere Raketen in Anmarsch. Was sollen wir tun? Fliegen Sie weiter direkt auf das Energiefeld zu. Die Raketen sind schneller als wir, das schaffen wir nicht. Direkt vor euch befindet sich eine Schlucht. Vielleicht habt ihr dort noch eine Chance. Meine Systeme sind überlastet. Die Triebwerke können jeden Moment ausfallen. Gib Gas, sonst haben sie dich! Ich versuche es! Da kommt etwas anderes auf uns zu. Kannst du es sehen? Ja, etwas sehr Schnelles. Was könnte das sein? Jemand, der uns die Raketen vom Hals schafft. Commander, können Sie was erkennen? Ja, die ersten 3 sind vernichtet worden, aber nicht von uns. Die Rakete hat mich gleich erreicht. Ich schaff's nicht mehr!